Herzlich willkommen im Deutsche Bank Park. Liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie herzlich zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Dieses Spiel verspricht eine Menge, Wolf. Ich glaube, das sehen Sie daheim genauso. Es kann gleich losgehen. Anstoß für die Eintracht. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Er spielt steil. Wahnsinn, gehalten. Oh, das war schwer. Das war richtig schwer. Was für eine Parade. Kein Tor in dieser Szene eben. Das ist unfassbar. Also ich weiß wirklich nicht, wie das ging. Weiter 0-0. Haraguchi. Super Pass. Weiter gefährlich. An dem Ball waren sie noch dran. Ecke. Ecke kommt in den 16er. Vorne jetzt die Balleroberung. Super durchgesetzt. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Bore. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Das muss es sein. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor. Das wird interessant hier. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da, aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Ganz energischer Einsatz. Da kommt der Versuch. Die Gefahr ist erstmal bereinigt. Jetzt Eckball. Da kommt die Ecke. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Und nun ein Schuss. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Becker. Ball erstmal weg. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Klasse Aktion, Ball ist weg. Und jetzt ein Zweikampf. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Die Gastgeber haben so ihre Probleme beim Ballbesitz. Aber die Führung spricht ja für sich. Sie machen trotzdem, was sie wollen in diesem Spiel. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Gut gemacht. Er schießt mit dem schwächeren Fuß und trifft. Und ganz ehrlich, Wolf, da wäre auch keine Zeit gewesen, sich den Ball noch auf die andere Seite zu legen. Hier steht es 2-0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Gut dazwischen gegangen.
er bringt den Ball jetzt nach vorne. Jetzt kommt die Flanke rein. Oh, da müssen sie mehr draus machen. Ja, Wolf, so eine Chance dürfen sie nicht liegen lassen. Das kann keinem Trainer gefallen. Sauber vom Ball getrennt hier. Sie machen zu. Ah, das war wichtig. Becker. Oh, mit der Aktion holt er sich wohl gelb ab. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch eine Minute obendrauf. Er schießt. Das hätte ich ja nie und nimmer gedacht. Sie schaffen den Anschluss und könnten vielleicht sogar noch ausgleichen. Vor der Pause können sie verkürzen. Nur noch ein Tor Rückstand. Das tut doch ganz gut. Es sieht alles wieder etwas besser aus. Knappe Führung zur Pause. Es steht 2:1 und damit ist für die zweite Hälfte im Grunde